Und das ist jetzt so eine Maschine. Sie sieht wirklich aus, anders als eine Fräsmaschine. Sie ist auch wirklich anders als eine Fräsmaschine. Das ist eine SLM 125 und ich erkläre dir sehr gerne mal, wie die funktioniert. Mach doch da. Dieses Ausgangsmaterial, das feine Pulver, wird in diesen Flaschen gelagert und gehandhabt. So eine Flasche setze ich oben auf die Maschine drauf. Und mit der Schwerkraft wird dann das Pulver von oben nach unten durch die Maschine durchgefördert. Schauen wir mal in die Prozesskammer hier. Ah, da kommt das Pulver runter. Genau, das Pulver kommt über diese Förderrutsche runter und befüllt da unten den Beschichter. Und der Beschichter ist das Gerät, das nach vorne und hinten fährt und dann jeweils so eine feine Pulverschicht auflegt. Da oben drin ist unser Laser. Und der, wie ich dir erklärt habe, verfestigt dann das Material auf dieser Bauplatte. Das überschüssige Pulver wird dann hier abgeleitet, geht nach unten in die Anlage und im Anschluss wird dieses Pulver wieder aufbereitet für den nächsten Druckbaujob. Ah, wenn ich das richtig verstehe, sagst du mir, dass man nur so viel Pulver braucht, wie man das Teil macht? Absolut. Das ist der große Unterschied zwischen dem Fräsen. Beim Fräsen hast du noch am Schluss sehr viele Späne, die du nicht mehr weiterverwerten kannst. Beim Additiven kannst du dieses ganze Pulver, das du nicht gebraucht hast, wiederverwerten.